Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Und so wollen wir jetzt heute hören von einem Mann, der in den Augen Gottes sehr, sehr groß ist. In der Heiligen Schrift, in der Bibel, hören wir nicht so viel von ihm. Aber indirekt hören wir sehr viel von ihm. Durch das, was Jesus nachher gelebt, wie er gelebt und was er gesagt hat, hören wir auch vieles vom heiligen Josef. Wir beginnen heute und lesen im Matthäus-Evangelium, 1. Kapitel 18 bis 24. Matthäus-Evangelium. イエス・キリスト誕生の次第は次の通りである。イエスの母マリアはヨセフと婚約していたが、同居する前に聖霊によって身ごもっていることが分かった。マリアの夫ヨセフは正しい人で、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに離縁しようと決心した。ヨセフがこのように考えていると、主の使いが夢に現れて言った。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアを妻として迎え入れなさい。彼女の体内に宿されているものは聖霊によるのである。彼女は男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。その子は自分の民を罪から救うからである。これはすべて主が預言者を通して告げられたことが成就するためである。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は、神は私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の使いが命じた通り、彼女を妻として迎え入れた。マリアが男の子を産むまでヨセフは彼女を知ることはなかった。そしてその子をイエスと名付けた。マリア hat ein Kind in ihrem Schoß. マリア様は体内に子を宿しておられました。Sie ist verlobt, sie ist noch nicht verheiratet. Sie ist dem Josef versprochen als Frau. Und Josef liebt Maria sehr. Und Josef weiß, dass Maria auch ihn sehr viel liebt. Aber sie haben die Gebote Gottes respektiert, dass sie vor der Ehe nicht zusammenkommen. Und jetzt ist Maria schwanger. Eine Katastrophe für Josef. Josef wusste ja, dass er selbst nicht der Vater ist. Was also war mit Maria passiert? Josef konnte sich nicht vorstellen, dass Maria die Gebote Gottes nicht einhält. Er konnte sich auch nicht vorstellen, dass Maria Josef untreu geworden ist. Aber er wusste, dass sie ein Kind in ihrem Schoß trug. Maria Valtochta schreibt in dem Buch Der Gottmensch Folgendes. Sie sagt, dieses Leiden im Herzen des Josefs war seine Passion. Aber es war auch die Passion, es war auch schon das erste Leiden von Maria. Und dann lesen wir im Evangelium, Josef aber, der gerecht war. Was ist die Gerechtigkeit des heiligen Josefs? Er schützt das Leben von Maria, denn nach dem Gesetz hätte Josef Maria öffentlich anklagen können und müssen. Wäre eine solche Frau getötet worden, gesteinigt worden. Was tut Josef? Josef sucht die beste Möglichkeit für Maria und für das Kind. Denn wenn Maria getötet worden wäre, wäre auch Jesus im Schoß seiner Mutter getötet worden. Josef stellt das Leben von Maria und von diesem Kind höher als seine eigenen Interessen. Ich habe mich dabei erinnert an das Opfer des Abrahams, als er seinen Sohn Isaac Gott opfern sollte. Abraham war bereit, das Liebste von sich zu geben. Und so ist Josef auch bereit,
das Liebste, das Schönste, was er hat, nämlich Maria, seine Verlobte, freizulassen. Und genau das ist die Gerechtigkeit des Josefs, weil er aus Liebe zu Maria und um sie zu schützen, sie freigibt. Bei den Juden gibt es etwas sehr, seit dem Zweiten Weltkrieg etwas sehr Besonderes. Da gibt es eine Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Da ehrt man die Menschen, die im Zweiten Weltkrieg Juden gerettet haben vor dem Holocaust. Und man nennt diese Menschen, die andere gerettet haben, Gerechte der Völker. Es gibt bei den Juden ein Erklärungsbuch zu den ersten fünf Büchern der Bibel. Und das Buch heißt Talmud. Und da steht folgender Satz: Wer ein Menschenleben rettet, hat sozusagen die ganze Welt gerettet. Seht ihr, wie gerecht Josef ist? Er rettet nicht nur das Leben von Maria und von Jesus. Indem er auf sein Recht verzichtet, rettet er die ganze Welt. So wie Maria auch hilft, mit Jesus hilft, die Menschen zu retten, so hilft Josef auch, die Menschen zu retten. Josef bringt ein sehr, sehr großes Opfer. In der Bibel sagt man von Abraham, dass er der Vater des Glaubens ist. Und man sagt in Römerbrief 4,3, Abraham glaubte und Gott hat das als Gerechtigkeit angerechnet. Und auch Josef glaubt Gott und deswegen ist er auch gerecht, weil er glaubt. Gott selbst ist der einzige Trost, die einzige Sicherheit, die Josef hat, in seinem Schmerz Maria zu verlieren. Josef rebelliert nicht gegen Gott. Er macht Gott keine Vorwürfe. Er ist zwar sehr traurig, aber er wird nicht bitter in seinem Herzen. Und könnt ihr euch erinnern, dass Gott immer in das Chaos hineinspricht? So wie im Buch Genesis bei der Schöpfung, wo alles durcheinander und dunkel und traurig ist, da spricht Gott hinein. Und so spricht jetzt Gott durch einen Engel im Traum zu Josef. Und im Traum hört er die beste Nachricht der Welt, die schönste Nachricht, die er hören kann. Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Jedes einzelne Wort des Engels oder jedes einzelne Wort Gottes ist wichtig. Zuerst sagt der Engel Josef. Und Josef bedeutet, Gott wird etwas hinzufügen, wird noch mehr geben. Der Engel sagt, Sohn Davids. Er erinnert Josef daran, wer er in Wirklichkeit ist. Josef, du kommst aus einem Königshaus. Josef ist nicht nur ein einfacher Arbeiter, er ist ein Nachkomme von König David. Und wisst ihr, später wird Jesus als Sohn Davids angerufen, weil Josef aus diesem königlichen Haus ist. Wir kennen das Evangelium, wo zwei Blinde rufen, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Aus diesem Rufen ist unser Kyrie Eleison entstanden. Oder wir erinnern uns, als Jesus auf dem Esel nach Jerusalem hineingezogen ist. Und man hat gerufen, Hosanna, dem Sohne Davids. Ja, Jesus ist Sohn Davids durch Josef geworden, weil Josef sein Adoptivvater ist. Gott hatte durch die Propheten versprochen, dass der Messias aus dem Haus David kommen würde. Das war schön für Josef, daran zu erinnert zu werden, dass er aus einem königlichen Haus kommt, dass er aus dem Adel kommt. Aber der größte Trost liegt in seinem Namen. Gott wird hinzufügen. Was wird Gott dem Josef hinzufügen? Der Engel hat gesagt, nimm Maria zu dir als deine Frau.
Zuerst wird dem Josef seine Liebe hinzugefügt, also Maria hinzugefügt. Und dann hat Gott ihm auch noch seinen eigenen Sohn hinzugefügt. Josef soll jetzt Maria wirklich von, ja, Maria, Josef empfängt Maria als ein Geschenk von Gott. Und als größtes Geschenk empfängt er auch noch die Sorge für den Sohn Gottes. Das ist das größte Glück, das man sich überhaupt vorstellen kann. Wenn Gott uns etwas schenkt, dann schenkt er uns immer etwas Großes. Aber manchmal müssen wir auf Gott warten. Und manchmal leiden wir, weil wir nicht sehen, Gott, was willst du? Und wir sehen nur Dunkel. Und wir meinen, dass Gott uns alles wegnehmen möchte. Wir müssen auf Gott warten. Und so wie Josef sagen, ich lasse jetzt alles in Gottes Hand, ich lasse auch jetzt Maria in deine Hand, sie gehört dir. Und dann kann Gott in unsere Sorge, in unsere Ängste hineinsprechen. Und genau das hat Jesus bei Maria und Josef in Nazareth gelernt. Jesus wird später sagen in Matthäus 6, 33, euch muss es zuerst um das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit gehen und dann wird euch alles dazugegeben werden. Das hatte Jesus zu Hause erlebt. Josef hatte ihm erzählt, wie das war. Josef hat Jesus erzählt, mir war es so schwer, ich wollte Maria schon wegschicken und. Und dann wurde sie mir geschenkt, weil ich zuerst auf Gott geschaut habe. Josef sucht zuerst, was Gott will. Er wartet, er kann hören, bis im Traum kann er hören. Und Gott wird hinzufügen, er wird das geben, was wir brauchen. Und dann ist es wichtig, das zu tun, was Gott uns gesagt hat. Das ist die Gerechtigkeit des heiligen Josefs. Wir lesen bei Matthäus 1, 24, als Josef erwachte, tat er, was der Engel ihm befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. Josef nimmt Maria zu sich und als sie das tut, merkt er, dass Gott wirklich am Werk ist. Etwas Ähnliches sehen wir später, als Jesus am Kreuz stirbt. Als Jesus die Mutter, Johannes 19, 26, kannst du lesen, bis 27. イエスは母とそのそばに立っている愛する弟子とを見て母に仰せになった。夫人よ、ご覧なさい。あなたの子です。それから、 弟子に仰せになった。見なさい、あなたの母です。その時からこの弟子はイエスの母を自分の家に引き取った。 Hier spricht Jesus nicht zu Josef. Josef war schon in den Himmel aufgefahren. Er spricht zu Johannes. Und er sagt, siehe deine Mutter. Johannes war nicht darauf vorbereitet. Johannes war im Schmerz und in der Traurigkeit, dass Jesus jetzt getötet wurde und nicht mehr da sein wird. Johannes hat nicht alles verstanden. Er hat in seinem Herzen sehr großen Schmerz gehabt, so wie Josef. Und dann sagt Jesus zu ihm, siehe deine Mutter. Was tut Johannes? Er nahm von dieser Stunde an Maria zu sich. Das war konkret, er hat nicht gesagt, ja, warten wir mal, wir müssen mal sehen, wo du wohnen wirst. Und nein, er hat sie zu sich genommen. Ist das nicht wunderbar, dass wir von Jesus seine Mutter für uns annehmen können? Noch am Kreuz hat Jesus dem Jünger, dem Johannes und auch uns etwas hinzugefügt, etwas mehr gegeben. Liebe Brüder und Schwestern, Gott gibt uns immer Gutes. Er gibt uns immer das Beste. Er gibt uns immer aus seinem Kokoro. Josef hat sich nie etwas selbst genommen. Er hat alles von Gott geschenkt bekommen. Er hat alles von Gott empfangen, so wie auch Maria alles von Gott empfangen hat. Und so war es für Johannes und die Apostel. Sie haben von Gott empfangen.
Jesus sagt in einem Evangelium, ich weiß jetzt nicht mehr wo genau, aber niemand kann sich etwas nehmen. Gott wird es geben. Und Gott wird uns nicht enttäuschen. Okay. Marco, kannst du lesen, Matthäus 13, 54 bis 57. イエスはこれらの例えを語り終えるとそこを立ち去って郷里に帰り彼らの街道で人々に教えを説かれた。すると人々は驚いて言った。この人はこのような知恵と奇跡を行う力をどこから得たのだろうか。大工の子ではないか。母はマリアで、兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではないか。また姉妹たちも皆我々と共にいるではないか。一体この人はこのようなことをすべてどこから得たのだろうか。人々はイエスにつまずいた。イエスは人々に仰せになった。預言者が敬われないのは自分の教理や家においてだけである。Evangelium führt uns in ein tieferes Verständnis von Jesus und Josef. Jesus kommt nach Nazareth und er predigt. Die Menschen, mit denen er aufgewachsen ist, die Menschen, die ihn gekannt haben, die stellen sich jetzt Fragen. Woher hat er diese Weisheit? Woher hat er diese Kraft, Wunder zu tun? Ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Eigentlich sind das gute Fragen. Die Leute sehen, dass Jesus Kraft hat, dass da Wahrheit ist. Aber woher hat Jesus das? Jesus ist aufgewachsen in einer Familie, die bereit war, auf Gott zu hören. Zu hören und dann zu gehorchen und das zu tun, was sie von Gott verstanden haben. Jesus, er ist ja Sohn Gottes, aber er hat gelernt von Maria und Josef. In seinem Leben hat Jesus auf vieles verzichtet. Jesus hat auf dieser Erde keinen Luxus gekannt. Er wurde geboren in Armut, ganz arm. Als Kind wurde er schon als Baby verfolgt von Herodes, der wollte ihn töten lassen. Jesus hat kein Haus gehabt, wo er gesagt hat, das ist mein Haus. Jesus hat auf vieles verzichtet, auch auf Geld. Aber auf eine Sache hat er nicht verzichtet. Auf eine Familie hat Jesus nicht verzichtet. Während 30 Jahren hat er in einer Familie gelebt. Und er hat im Gehorsam gegenüber Maria und Josef gelebt. Im Mittelpunkt dieser Familie stand nicht das Kind. Im Mittelpunkt dieses Hauses in Nazareth stand auch nicht Josef. Im Mittelpunkt in Nazareth stand auch nicht Maria. In Europa erleben wir oft, dass die Kinder der Mittelpunkt der Familien sind. Man meint, den Kindern Gutes zu tun, indem man ihnen alles gibt. Man gibt ihnen materiell alles, aber die Seele bleibt leer. Und das ist ein großes Problem. In Nazareth war nicht Maria, nicht Josef und auch nicht Jesus Mittelpunkt. In Nazareth war Gott Mittelpunkt. Maria und Josef haben den Willen Gottes gesucht und später hat Jesus mit ihnen den Willen Gottes gesucht. Wenn man nach der Weisheit von Jesus fragt, dann muss man auch nach der Weisheit von Maria und Josef fragen. Denn Jesus hat von ihnen gelernt. Wir kennen zwei berühmte Sätze von Maria. Maria sagt zu dem Engel, mir soll geschehen, wie du es gesagt hast. Sie will nach Gottes Willen leben. Das, was Gott sagt, ist wichtig. Und bei der Hochzeit in Kana sagt sie zu den Dienern, tut alles, was er euch sagt. Und dasselbe kennen wir eigentlich auch von Josef, nur wir denken nicht viel daran. Josef tut alles, was Gott ihm durch den Engel sagt. Josef glaubt dem Wort, das der Engel sagt. Wir haben gelesen heute bei Matthäus 1,24,
als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Josef diskutiert nicht lange. Josef tut alles, was Gott ihm sagt. Dann lesen wir bei Matthäus 2, 14. Josef war aufgewacht, 夜のうちに幼子とその母とを連れてエジプトへ逃れ。ヘロデが死ぬまでそこにとどまった。Der Engel hatte zu ihm gesagt, also es besteht Gefahr, dass das Kind getötet wird, also geh nach Ägypten. Und so war es auch, als die Zeit in Ägypten vorbei war, als Herodes gestorben war, da lesen wir in Matthäus 2, 21. Josef war aufgewacht, 幼子とその母を連れて Israel の地に帰った。Also Josef gehorcht dem Wort Gottes und dann geht er nach Nazareth, nach Israel zurück und er hat keinen Beweis, er glaubt. Wenn wir das Vater unser Gebet beten, dann denke ich auch an Josef. Wir beten, dein Wille geschehe. Wie oft hat Maria und haben Josef sie gesagt, Herr, dein Wille geschehe. Und ich glaube, dass Maria und Josef die ersten waren, die Gott als Vater angeredet haben. Das war damals nicht normal bei den Juden. Aber mit Sicherheit hat Jesus ihnen vom Vater im Himmel gesprochen. In Nazareth, in dieser Familie, haben sie alle drei zusammen auf Gott gehört. Und sie haben zusammen erlebt, dass Gott treu ist, wenn wir seinen Willen tun. Wir kennen diesen Satz aus Johannes 4, 34, wo Jesus sagt, 私の食べ物とは、私をお使わしになった方の御心を行い、その技を成し遂げることである。Jesus sagt, meine Speise ist es, den Willen meines Vaters zu tun. Das hat ihn mit Freude erfüllt, das hat Maria, das hat Josef mit Freude erfüllt, den Willen Gottes zu tun. Und Maria und Josef haben den Willen des Gottes, des Vaters erfüllt. Sie haben das Baby Jesus nach Jerusalem gebracht. Sie haben ihn im Tempel dem Gottvater geopfert. Josef und Maria sind jedes Jahr in den Tempel gepilgert. Als Jesus 12 Jahre alt war, durfte er zum ersten Mal mit in den Tempel. In den Jahren vorher hat er immer gesehen, welche Freude es für Maria und Josef war, nach Jerusalem zu gehen. Als sie in Jerusalem waren, hat Jesus, Maria und Josef gesehen, wie sie gebetet haben. Bei den Juden ist man damals mit 12 Jahren großjährig. Und ihr wisst, wie Maria und Josef Jesus während 3 Tagen gesucht haben. Und ihr kennt diesen Satz Jesu, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Für Jesus war das ganz normal oder selbstverständlich, dass er in dem Tempel sein muss. Und er konnte sich nicht vorstellen mit seinen 12 Jahren, dass seine Eltern das nicht verstehen. Aber wer hatte Jesus diese Freude am Tempel denn vermittelt? Josef und Maria hatten ihm auch diese Freude für den Tempel schon vermittelt. So wollen wir dem Herrn danken für Maria und für Josef. Und wir wollen Josef immer tiefer, noch fester in unser Gebet nehmen. Und mit Josef, oder wir dürfen Josef bitten, dass er uns hilft, den Willen Gottes zu erkennen. Wir dürfen auf seine Fürsprache auch bitten, dass er uns hilft, den Willen Gottes zu tun. Wir dürfen auch um die Gnade bitten durch den Herrn Josef, dass wir Gott immer an die erste Stelle setzen. Möge Gott uns all das schenken, damit wir gesegnet sind und dass auch unsere Familien so gesegnet werden. Ich bin jetzt so am Schluss angekommen. Amen. Okay, ja, ich bin froh. Ja, 皆さんこれから御聖体で祝福をしてくださいます。
Tschüss, bye bye. God bless you. Bye bye.